Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und hier haben wir das neueste HP Spectre X360. Es wurde erst kürzlich vorgestellt, kommt im Dezember auf den Markt und das ist HPs Antwort auf das MacBook, beziehungsweise eigentlich wurde es ein bisschen vorher vorgestellt, aber es ist wirklich ein tolles Notebook, zumindest vom ersten Eindruck her, und kann auch ein MacBook-Killer werden. Also was sind jetzt die Unterschiede zum MacBook? Es hat einen aktuellen Intel Core i5 und i7 Prozessor der tatsächlich aktuellen siebten Generation, also ein Kaby Lake. Das heißt, auch die Grafikchips sind ein bisschen besser als beim MacBook. Außerdem hat es einen vollen Touchscreen und nicht nur eine etwa 1 cm breite Touchleiste und eine, wie soll ich sagen, echte Tastatur. Also das ist nicht dieses Butterfly Keyboard, wie wir es von Apple kennen, sondern das ist wirklich eine Tastatur mit ein bisschen mehr Feedback und auch ein bisschen mehr Hub. Und darauf sollte das Tippen dann auch ein bisschen besser sein. Schauen wir uns das Notebook mal an, also absolut hochwertig verarbeitet, ist in ein CNC-Aluminium-Gehäuse gehüllt, wieder mal in Silber, also das, wie wir es schon bei der ersten Variante kennen, vom HP Spectre X360, das ist ja schon die, ich glaube, dritte Generation, und im Vergleich zu den alten Notebooks ist es dünner, kleiner, leichter, alles Mögliche und natürlich auch besser, das heißt, in jeder Hinsicht auch. Das Display ist ein bisschen besser, auch heller, wie wir schon gesehen haben. Und zwar ist es weiterhin hier die Full-HD-Variante, aber es gibt auch noch eine Display-Variante mit QHD-Auflösung. Und das Ganze ist, wie ihr hier am Rand erkennen könnt, auch wesentlich kleiner. Der Lautsprecher ist jetzt oben und nicht mehr hier an der Unterseite, daher auch wesentlich besser und klingt auch verdammt gut. Und das Touchpad ist ein bisschen kleiner in der Länge. Beim Spectre X360 der früheren Generation hatten wir da hatten wir so ein wirklich weites Touchpad. Das geht jetzt natürlich nicht, weil das Notebook auch ein bisschen kleiner geworden ist. Aber dennoch haben wir wirklich viel Raum für die Touchgesten von Windows 10. Und ich bin auch ein ziemlicher Befürworter großer Touchpads. Sowas finde ich beim Notebook also wirklich gut. So, kommen wir mal zu den Anschlüssen. Das ist beim HP Spectre X360 ein bisschen unerfreulich, aber es gibt einen USB-Typ-A-Stecker, 3,5 mm Headphone Jack, also das ist schon mal erfreulich. Ihr könnt eure aktuellen USBs auch damit verbinden, müsst keine neue Hardware kaufen und auch keine Dongles benutzen. Und auf der anderen Seite ist dann der neueste USB-Typ-C-Stecker und leider ist es kein SD-Kartenslot, auch wenn es vielleicht im Video so aussieht. Das ist nämlich der Lautstärkeregler. Also ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen enttäuschend, dass kein Micro-SD-Kartenslot oder wenigstens ein SD-Kartenslot vorhanden ist. Man muss aber auch sagen, Apple hat darauf auch verzichtet. Das ist ja jetzt keine Ausrede, dass es HP jetzt nicht hat, aber es ist für mich persönlich als irgendwie als Professional, was man auch zum Beispiel beim MacBook Pro sagen würde, ist es ein bisschen enttäuschend, weil Kameras haben jetzt, also es haben nicht allzu viele Kameras einen USB-C-Anschluss, wo man dann die Fotos schnell übertragen könnte. Die meisten sind ja noch bei Micro-USB, also USB 2.1. Und wer da schon mal ein 30 GB Video übertragen hat, der weiß, wie lange sowas dauern kann. Aber ansonsten, der erste Eindruck ist wirklich, wirklich positiv. Nochmal ganz kurz zu den Spezifikationen. Also HP verspricht hier eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden. So 13 Stunden werden dann wahrscheinlich realistisch sein, was ich bisher gelesen habe. Das nächste ist, preislich ist es auch wesentlich günstiger als das MacBook. Und zwar beginnt die Einstiegsvariante ab 1199 Euro. Das sind schon mal 300 Euro weniger, 350 Euro weniger, als das günstigste MacBook. Und das ist schon eine ziemliche Welt. Dafür kann man eine ganze Menge Dongles kaufen. Und die teuerste Variante kommt für 1699 daher. Das heißt, das ist 50 Euro teurer als die Einstiegsvariante vom MacBook, aber ihr bekommt 16 GB Arbeitsspeicher, einen schnelleren, besseren Intel Core i7 Prozessor, einen besseren Grafikchip und ihr bekommt eine 1 TB große SSD. Das heißt, ca. 700 GB mehr schnellen Speicher als beim MacBook. Also das ist schon mal eine Ansage. Und ansonsten kann man eigentlich wirklich keine Nachteile zum MacBook erkennen beim HP Spectre X360. Vor allem habt ihr Touchscreen, ihr habt wirklich gute Lautsprecher, eine hervorragende Tastatur, ein riesiges Touchpad und Windows 10, ob man es jetzt will oder nicht. Aber ich finde es einfach, ehrlich gesagt, besser als das MacBook. So vom ersten Eindruck ist es ein hervorragendes Gerät.
Ich selbst habe den Vorgänger und denke selbst darüber nach, ob ich vielleicht upgraden werde. Also das ist ein wirklich tolles Notebook und das war es auch schon von mir und vom HP Spectre X360. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.